Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 12. Oktober 2015. Heute mit diesen Themen: Katastrophenübung am Muttersberg, Montafon-Tourismus, eine starke Stimme für das Tal, und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie Wetterinformationen. Am Muttersberg wurde am Samstag für den Ernstfall geprobt. 54 Opfer wurden aus der Gondel evakuiert. Wir waren mit dabei. Große Katastrophenübung am vergangenen Samstag am Muttersberg. Als Szenario wurde eine Abendveranstaltung im Alpengasthof Muttersberg simuliert, bei der es nach Veranstaltungsende bei der Beförderung der Passagiere vom Berg ins Tal zu einem technischen Defekt kommt und der Bahnbetrieb plötzlich stillsteht. Was ganz genau passiert ist, können wir im Moment nicht sagen. Wir wissen nur, dass wir ein technisches Gebrechen haben im Getriebe. Somit haben wir jetzt gleich einmal alarmiert über die RFL, dass die Bergrettung kommt, wo Gott sei Dank eh schon getroffen ist. Sie teilen jetzt die Gruppen ein, die Bergetrupps, die werden sich aufteilen. Die erste Truppe wird am Berg anfangen und von einer zur anderen Stütze fahren mit den Seilfahrgeräten und von der Gondel aus noch hat die Insassen ins Tal runterlassen. Insgesamt waren 90 Retter im Einsatz, um die 54 in den Gondeln gefangenen Personen zu retten. Ja, das Bundesministerium schrieb für so eine Bergung 3,5 Stunden vor, ab Stillstand, wurde in den letzten Jahren, was wir so auf Tagungen mitgekriegt haben, nie richtig eingehalten, weil man halt doch versucht, noch beim Bahnstillstand längere Zeit, dass man die Bahn noch einmal in Betrieb nimmt. Und wenn dann die Retter gerufen werden, dann ist die Zeit meistens schon eine Stunde oder was vergangen, oder? Bis auch die Einsatzkräfte alarmiert sind. Also so eine Bergung, wo man schon rechnet, 3,5, 4, 5 Stunden. Die Schwierigkeit ist immer, oder, dass man die Leute, auch wenn man sie von der Seilbahn, von der Gondel husten haben, das ist eigentlich nicht das große Problem. Das große Problem ist in der Nacht, die Leute, wenn sie am Boden runterstehen, es ist sehr steiles Terrain unter der Bahn, dass man die links und rechts jeweils zu den Wanderwegen oder Fahrwegen oder Straßen rausbringen müssen. Wir haben dort auch die Gebirgstrage im Einsatz, wenn also Passanten da wären, wo den Weg zu Fuß nicht bewältigen können, den muss man in der Gebirgstrage tun. Wir haben Brustgeschirr dabei, dass man die Leute anbinden kann. Man wird Seilgeländer bauen müssen, dass man die Leute wirklich abwärts oder seitlich zum sicheren Fahrwegen bringen kann, wo man sie dann auch mit dem Auto abtransportiert. Ja, also die Helfergruppe am Seil, die wird jetzt von oben gesichert auf die Gondel gelassen und die werden nachher oben praktisch die Sicherungsstelle einrichten, die Gondeltür öffnen und dann praktisch über den Bodentrupp die Leute gesichert aus der Gondel bergen. Alles in allem zogen die Rettungskräfte eine positive Bilanz. Trotz schlechtem Wetter konnte die Übung zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligter durchgezogen werden. Soweit zur Katastrophenübung am Muttersberg und bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. Schülerin beim Wandern abgestürzt. Ein 12-jähriges Mädchen ist am Sonntag beim Wandern von Gasünd in Richtung Runkelin in Bludenz über einen Felsabsatz gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18.15 Uhr. Gemeinsam mit ihren zwei Freundinnen wollte die 12-Jährige den Weg abkürzen und geriet in steiles, felsdurchsetztes Gelände. Dort verlor die 12-Jährige den Halt, stürzte einige Meter ab und blieb am Fuß der Steilflanke liegen. Die Hilferufe ihrer Freundinnen alarmierten eine Anrainerin, die bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe leistete. Die 12-Jährige wurde mit einer Winde geborgen und in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Sie zog sich beim Sturz einen Schlüsselbeinbruch, eine Gehirnerschütterung, Prellungen sowie eine Platzwunde am Kopf zu. Volare, neue Bilddatenbank der Landesbibliothek, ist online. Unter dem Titel Volare präsentiert die Vorarlberger Landesbibliothek am Mittwoch um 17 Uhr im Kuppelsaal die jüngste Neuerung im Angebot. Eine über Internet frei zugängliche Bilddatenbank mit aktuell 80.000 digitalisierten Fotos aus der Landesgeschichte.
Das Destinationsmanagement Montafon hat sich komplett neu aufgestellt. Montafon Tourismus, eine starke Stimme für das Tal, hieß es bei der heutigen Pressekonferenz. Wie genau die neue Eigentümerstruktur ausschaut, das erfahren Sie jetzt. In den vergangenen Jahren hat sich das Destinationsmanagement im Montafon komplett neu aufgestellt. Nach außen kommunizieren wir mit einer starken Stimme, resümiert Manuel Bitschnau, Geschäftsführer von Montafon Tourismus. Ja, wir haben die letzten 2,5 Jahre Montafon Tourismus komplett umgebaut und haben alle Tourismusgesellschaften, die vorher in Orthand waren, fusioniert im Tal. Das hat einmal Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den ganzen Gastgebern, aber auch der Bevölkerung. Das haben wir alles neu regeln müssen in der Talschaft. Und uns ist es ganz wichtig, diesen Dialog mit der Bevölkerung und mit den ganzen Leistungsträgern im Tal laufend aufrechtzuerhalten. Es geht nicht, der Tourismus kann sich nicht ohne die Bevölkerung, ohne die Talschaft, ohne Landwirtschaft, Forst, Alpwirtschaft und so weiter entwickeln. Und umgekehrt brauchen auch diese Vereinigungen einen gut laufenden Tourismus im Tal. Der im September neu gewählte Aufsichtsratsvorsitzende, Bürgermeister Martin Netzer, befürwortet als Vertreter der Gemeinden vor allem den gemeinsamen Strategieprozess. Ja, Montafon Tourismus hat natürlich jetzt geschafft, dass man alle wirklich unter einem Dach hat, alle Ortschaften und natürlich und zum Glück auch die Bergbahnen. Und somit kann man wirklich mit geballter Kraft am Markt tätig werden und für unser schönes Tal Werbung machen. Es geht um alle Ortschaften, die sich mit dem, dass man sich miteinander entsprechende Kernaufgaben herausgearbeitet hat, also mit der Bevölkerung, mit den Leistungsanbietern, hat man Ortsprofilschärfungen durchgeführt und kann somit auch vom Montafon Tourismus die Gäste, die sich fürs Montafon interessieren oder hoffentlich fürs Montafon gewonnen werden können, auf die Ortschaften aufteilen, in der Art, wie es auch der Gast möchte, weil er sagt, ich habe diesen oder dieses Interesse und dann komme ich auch in die richtige Ortschaft. Mit dem Fokus auf Sportevents wie dem FIS Snowboard Cross Weltcup feiert der Audi FIS Skicross Weltcup am 5. Dezember im Montafon Premiere. Soweit zum Montafon Tourismus und bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Erfolgreiches Wochenende für die VU Feldkirch und den EHC Lustenau in der Eishockey International League. Feldkirch besiegte vor eigenem Publikum Jesenice klar mit 5:1. Der EHC Lustenau feierte gegen Slavia Laibach einen 3:1 Heimerfolg. Und auswärts antreten heißt es am Dienstag für die Cracks des Dornbirner EC. Nur 2 Tage nach der Overtime-Niederlage gegen Innsbruck treffen die Bulldogs auf Olympia Laibach. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr. Soweit zum Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. 60% der Vorarlberger Bäckereien machen keinen Gewinn. Das Geschäft mit Backwaren ist ein hartes Brot, doch es gibt auch Erfolgsbeispiele. Museen mit Gütesiegeln, das Museum Huberhus in Lech, zählt nun auch zu den ausgezeichneten Häusern in Österreich. Und die Polizei nimmt im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche auch verstärkt Raser ins Visier. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wenn Sie mögen, sehen wir uns auch morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Am 13. Oktober 2015 können Sie wieder live dabei sein bei Zenom Live TV. Erleben Sie faszinierende Live-Beratung durch die Astrologen und Kartenleger von Zenom Live. Im Talk begrüßt Bernhard Schwendemann diesmal die bekannten Kartenlegerinnen Kadea, Dagmar und Pia. Diese berichten über ihre Arbeit, ihr Leben und ihre Fähigkeiten. Auch Sie können wieder aktiv bei der Sendung dabei sein und den Experten im Studio Ihre Fragen stellen und sich einen Blick in die Sterne oder in Ihre Zukunft abholen. Schalten Sie ein am 18. Oktober 2015 ab 20 Uhr. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 7 und 15 Grad. Der Wind weht mit 5 km/h aus Südosten. Morgen liegen meist dichte Wolken über dem Ländle und von Westen her breitet sich am Vormittag Regen aus. Dieser wird im Tagesverlauf häufiger. Mitunter kann es am Nachmittag kräftig regnen. Der Mittwoch verläuft stark bis dicht bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad. Dicht bewölkt geht es dann durch den Donnerstag und am Freitag regnet es bei Temperaturen von 4 bis 7 Grad.